Je älter man wird, das könnt auch vielleicht ihr nochmal feststellen, wenn ihr etwas älter seid. Und ihr dann so sagt, ihr kommt hundetotenmüde von der Schule nach Hause. Und ihr dürft nicht schlafen. Weil, keine Ahnung, ihr lernen sollt oder sonst was. Oder weil ihr irgendwas anderes erledigen sollt. Und euch wird verboten zu schlafen. Ihr sehnt euch den Pflichtmittagsschlaf von früher wahrscheinlich förmlich zurück. Ich weiß zwar nicht, ob ich jemals einen hatte, aber ich befürchte, dass ich im Gegensatz zu meiner Schwester, ich war ja eher aufgeweckt, dass ich, wenn ich einen Mittagsschlaf hatte, darüber höchst unglücklich gewesen sein dürfte. Weil ich halt doch eher aufgeweckt war und auch wenn es in die Stadt ging, nach München damals, immer auf dem Bauch im Kinderwagen gelegen bin und nach vorne rausgeschaut habe, weil ich so sehen wollte, was geht denn so ab in der Welt? Hallo, ich bin der Jonas, ich sag euch allen freundlich Hallo und schaue genau zu, was ihr so macht. Einmal habe ich, also ich konnte auch anscheinend sehr früh schon singen oder beziehungsweise einfach kreischen und ich weiß nicht, 1997. Da hatten, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr war oder schon früher, da hatten jedenfalls die Ärzte in dem Zeitraum einen großen Hit, der da ging, Männer sind Schweine. Und den konnte ich anscheinend sehr früh schon auswendig. Auf jeden Fall, nach meiner Mom muss das auf einer Straße eine Situation gewesen sein, die auch äußerst peinlich war. Ich war wirklich anscheinend, als ich ganz klein war, Weltmeisterin, meine Eltern in peinliche Situationen zu bringen. Wobei das eine, was ziemlich peinlich war, das war meine Schwester. Aber ich glaube, wenn man so als Mutter mit ihrem Kind im Kinderwagen durch die Stadt fährt und das Kind dann ja zu singen anfängt oder zu schreien, ich weiß nicht, als was man das definieren kann, das Lied Männer sind Schweine. Und du dann den Blick einer alten Oma, die vorbeigeht, sehen darfst. Ich glaube, meine Mama muss sich so unwohl gefühlt haben bei dieser Situation. Weil das halt auch sehr zweideutig ist. War klar, die alte Frau hätte nicht gedacht, dass das Baby im Kinderwagen ist. Das ist ein halbes Jahr, das kann das nicht. Woher soll das denn auch bitte so gut reden können? Ha? Naja, aber es war nicht meine Mutter, die da mit mir vorneweg gesungen hat, dass Männer Schweine sind, das war ich. Aber den Blick, mit dem diese Frau meine Mutter angeschaut hat, ich glaube, das wird sie immer in ihren Lebtag nicht mehr vergessen. Und ich glaube, das ist eine äußerst peinliche Situation. Und naja, deswegen, wegen sowas allein glaube ich, dass ich früher nicht sonderlich erbaut gewesen war. Wenn es zum Thema Mittagsschlaf ging. Ich weiß ja eben, wie gesagt, nicht mal, ob ich überhaupt einen hatte. Muss ich eigentlich meine Mama fragen. Aber jedenfalls, als ich dann aus der in der Schule war, so gegen Abitur, ich war mittags immer sehr, sehr müde. Aber schlafen war nicht drin. Und da das war dann auch immer so schön. Wenn dann so ein Sonnentag war, im Sommer, konnte man sich dann rauslegen. Auf eine Liege oder auf einen Liegestuhl. So, und einfach die Sonne im Gesicht, die Augen zu machen. Und es hat auch niemand mehr dazu was gesagt, weil es ist Sommer. Da konnte man dann auch wirklich schlafen, aber so, also, wenn man drin ist, durfte man so. Nee, war nicht drin, zeitlich gesehen. Was eigentlich ziemlich schade ist. Und wenn man bedenkt, so, viele Leute wissen anscheinend den Schlaf auch nicht zu schätzen. Wie cool das eigentlich ist, schlafen zu können, wie man will, wann man will. Das ist einfach Weltklasse. Wenn man da sehr frei ist, muss ich halt die Zeit für den Schlaf auch nehmen. Aber man ist einfach viel ausgeglichener, wenn man immer ausgeschlafen ist. Und was man auch, was auch viele nicht verstehen wollen,
auch besonders von den Erwachsenen her, dass man sein Schlafverhalten nicht so schnell ändern kann. Das heißt eigentlich gar nicht wirklich. Hä? Ein Frühaufsteher ist einfach ein Frühaufsteher. Und wird es auch immer bleiben. Und einer, der morgens gar nicht aus dem Bett kommt, der kann trainieren, was er will. Der wird auch später am Morgen gar nicht aus dem Bett kommen. In der Pubertät, und das hat meine Mom damals anscheinend sehr schockiert, war es bei mir so, also ich war früher ein. Wenn das Us oder Eulen, ich weiß es nicht. Etwas, das Ding, was in der Früh sofort wach ist und sofort aus dem Bett kommt, keinerlei Probleme hat. Bis hin zur 10. Klasse ungefähr war das bei mir so. Also ich hatte überhaupt nie Probleme aufzustehen. Und dann irgendwann hat das halt angefangen, so mit der Pubertät. Weil man kommt morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Dafür kann man abends kaum noch gut einschlafen. Es wird immer später. Und ja, natürlich, wenn man abends später ins Bett geht, ist es natürlich für alle anderen total logisch, dass man dann morgens auch nicht mehr rauskommt. Das Ding ist halt, wenn man abends auch früh ins Bett ging, man kam am Morgen trotzdem nicht raus. Und es ist bei mir auch immer noch so. Es ist prinzipiell erstens schon mal ein Riesenunterschied, ob ich zu Hause schlafe oder in München schlafe. Weil in München bin ich ja im Normalfall so um 8 Uhr spätestens wirklich dann auch wach. Da wache ich dann von Haus aus auf, auch ohne Wecker. Außer ich provoziere es, dass ich am Tag davor erst um 2 ins Bett gehe, dann wache ich nicht um 8 auf, sondern schlafe ich dann auch länger. Aber wenn ich einigermaßen normal vor 12 ins Bett gehe, dann bin ich immer spätestens um 8 Uhr wach. Und es ist einfach nur total faszinierend, weil zu Hause ist das halt gar nicht so. Ich sehe es jetzt gerade, also oh, ich kann es heute von dem heutigen jetzigen Tag erzählen. Das war furchtbar. Ich bin ja gestern um 2 Uhr nachts ins Bett. Ja? Normalerweise rechnet man dann so mit, ja, 8 Stunden Schlaf. Morgen um 10 Uhr geht es dann weiter. Ja. 10, 11. Es war 12:30, als ich wach geworden bin. What the fuck? 10 Stunden Schlaf, das ist viel zu viel eigentlich. Und das ist teilweise noch egal, wann ich ins Bett gehe. Es ist wirklich egal. Ich kann halt auch mal den Versuch machen und einfach mal um 4 Uhr, also um 10 Uhr abends, meine ich, ins Bett gehen. Also jetzt heute nicht, weil das wären dann ganze 8 Stunden wach gewesen. Aber ne, ich kann ja mal auf die Uhr gucken. Ich habe keine Uhr gerade da, oder? Nein. Gut, ich kann nicht auf die Uhr gucken. Es ist jetzt aber blöd. Wieso habe ich keine Uhr da? Nee, ich habe wirklich keine Uhr da. Tut mir jetzt herzlich leid. Auf jeden Fall, ich werde vielleicht schon allmählich wieder müde. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Tag heute objektiv quasi fast gar nichts gemacht. Und bin müde. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass das damit zu tun hat, dass ich zu wenig geschlafen habe oder zu spät ins Bett bin. 10 Stunden Schlaf ist einfach von Hause aus überhaupt, extrem, würde ich nicht sagen, aber extrem trifft am besten, was das halt ist. Und naja, wirklich wach war ich um die Uhrzeit übrigens dann auch wieder nicht. Bin dann halt irgendwann auf, weil ich mir so dachte, oh Gott, die Katze hat ja noch nicht mal was zu essen. Was in dem Fall halt wirklich so war, weil, ja,
Normalerweise, wenn ich richtig spät ins Bett komme, warte ich dann extra noch so bis 6 Uhr morgens, damit ich der Katze noch was zu essen machen kann. Und danach ins Bett gehe, weil das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn halt dann die Katze, die kriegt das so um 6 bis 7 Uhr morgens eigentlich immer ihr Essen. Am Wochenende etwas später, weil da stehen wir alle etwas später auf. Aber ich glaube, 12:30 war bisher das späteste Frühstück für meine Katze. Für mich wahrscheinlich auch. Hat trotzdem gut geschmeckt. Aber das war wirklich hart. Also, ich weiß halt auch wirklich nicht, warum. Was muss in einem vorgehen, dass man 10 Stunden durchschläft? Und zwar, ja gut, wie immer, das brauche ich jetzt glaube ich nicht dazu sagen, dass ich nichts geträumt habe. Weil das ist bei mir immer so. Ich weiß gar nicht, wie es sich anfühlt zu träumen, keine Ahnung. Ich bin auch gar nicht so unglücklich drüber, nicht zu träumen, weil es gibt Schlimmeres. Ich wüsste gar nicht, ob Träumen überhaupt so schön ist. Ich meine, Albträume sind ja schon extrem blöd. Ich weiß nicht, ob das so als Träumen zählt. Aber wenn ich an einem Tag sehr viel das Gleiche gemacht habe, dann mache ich das halt in Gedanken im Schlaf immer noch weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon als Träume zählt. Ich denke mal nicht, weil es ist ja nicht wirklich aktiv träumen. Ist ja quasi einfach nur, dass man das, was man den ganzen Tag schon gemacht hat, in Gedanken weitermacht. Aber es ist nicht davon träumen. Zumindest würde ich das so nicht sagen. Von dem her, Traumleute werden bei mir wahrscheinlich auch sehr stark gelangweilt, weil ich kann ihnen absolut gar nichts erzählen. Also vielleicht träume ich ja und ich kann mich einfach nur nicht dran erinnern. Aber das halte ich jetzt auch nicht gerade für so nicht logisch. Weil selbst wenn ich mitten im Tiefschlaf aufwache, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Keine Ahnung. Ich rede wahrscheinlich gerade auch den größten Bullshit zusammen, weil ich einfach damit keine Erfahrung habe. Das wird's sein. Der Vorteil darin ist halt, wenn man so wenig oder gar nicht träumt wie ich, ist halt, es ist sehr schwierig, Albträume zu haben. Weil selbst wenn ich sie habe, kann ich mich nicht dran erinnern. Und ja, wenn ich sowieso nicht träume, kann ich auch nicht gleichzeitig nichts Schlechtes träumen. Und das ist eigentlich doch wieder ganz gut. Finde ich jetzt zumindest. Von dem her, ich glaube, so schlimm ist es für mich gar nicht, dass ich nicht träume. Also, vielleicht bin ich auch ein schlechter Mensch dadurch, keine Ahnung. Weiß nicht, was Psychologen so alles aus sowas rauslesen. Ob jemand träumt oder nicht. Kann ja bekanntlich irgendwie alles sein. Ich mach mir da keinen großen Kopf draus. Ich mach mir generell nicht viel aus den Meinungen von anderen, weil es ist halt, wenn es mich nicht direkt betrifft, dann ist es mir ziemlich wurscht. Wenn ich ehrlich bin. Weil es betrifft mich ja nicht. Wenn es mich auch nichts angeht, ist mir auch ziemlich wurscht. Weil geht mich ja nichts an.